So, Questerfolg und jetzt geht's, das Spielenphantom, meine Freunde. Ach, hört doch auf zu heulen, ey. Aber ich meditiere jetzt einfach mal. Hab es ewig nicht mal gemacht. Und dann nehmen wir mal unseren Drang der Götter wieder. Welcher war denn das? Werwolf absolut war es, glaube ich, oder? Ja. Ich tue dir mal ganz oben hin. Verbrauchen. Ja, das müsste der gewesen sein. Du hast bestimmt so manches Herz gebrochen, nicht wahr? Bück dich! Oh! Hallo, alter Herr. Alles klar. Alter, pass mal auf. Hey, diese... Wo ist Eustachius? Der holt immer die Leichen. Ja, tut er. Aber jetzt gibt es so viel Arbeit, dass wir Schichten schieben. Ist passiert. Die Feuer im Krematorium brennen Tag und Nacht. Ich hab dich im Blick. Ich weiß, dass gereinigt werden mit Stahl und Feuer. Pass auf, wo du hintrittst. Lass mich durch. Schreib mich doch nicht an, du Zipfelklatscher. Komm, wir gehen mal wieder zu Fuß. Das sind nur 300 Fuß. 300 Meter. Oder wie auch immer halt. 300 Schritte. Oh. Wären das jetzt halt Wölfe? Multikill. Ja, ich bring Schafe um. Gut für die Ernte. Das ist verdammt gut für die Ernte. Hoppla. Zeit zu sterben. Ja. So, jetzt bin ich bin unbesiegbar, keiner kann mich besiegen. Ich habe Wölfe umgebracht. Und Schafe, also ja, ich bin ein weißer Wolf. Der Reißzahn von Konoha. Was? Warte mal, falscher Film. Bleib stehen, ich bin da wild. Wir brauchen das Wild. Hoppla. Ha! Hab dich. Hey, Halbling. Frag Holofernes Meiersdorf. Frau Vigrad ist voller Geizhälse. Die Geizhälse, andere Geizhälse, die das geizhälsige Ohr. Was? Wie bitte? Das verstehe ich jetzt nicht. Ziegelsteine. Oh, der ist drinnen. Oh, schöne Hütte. Können wir ein bisschen looten, ne? Können wir looten? Jawohl, wir können looten. Willkommen im Honigwab, Reisender. Ich bin ein Hexer. Schluss damit. Da kommt jemand. Was habe ich dir denn getan? Oh. Holofernes Meiersdorf, zu deinen Diensten. Dies sind meine Söhne, Bernie, Franklin und Hugo. Der Franklin! Hm. Bist du mit Rico Meiersdorf verwandt? Ah, tja, ja, mein jüngster Sohn. Leider ist er dem Familienberuf nicht treu geblieben, sucht sein Glück in der Stadt. Warum fragst du? Kennst du ihn? Naja, wir sind uns begegnet. Aber deswegen bin ich nicht hier, sondern wegen deiner Nachricht. Es ist das Bienenphantom. Das verwüstet mir die Körbe. Dir ist doch klar, dass es so etwas wie ein Bienenphantom nicht gibt. Es muss ein Monster sein, eine Erscheinung vielleicht. Haben deine Arbeiter was gesehen? Ich selbst.
Ich habe die Körbe gereinigt. Da schrie einer der Landarbeiter auf, als hätte ihn ein ganzer Schwarm auf einmal gestochen. Ich lief zu ihm und fand ihn tot. Alter. Hatte er Stiche? Nein. Er sah eher erfroren aus. Blaue Lippen, raureif im Haar. Und er war von toten Bienen umgeben. Wo ist die Leiche des Arbeiters? Der tote Landarbeiter. Was habt ihr mit der Leiche gemacht? Die würde ich gerne mal sehen. Zu spät. Wir haben den armen Tropf vor ein paar Tagen begraben. Okay. Wo ist das Phantom erschienen? Kann mir das jemand zeigen? Ja, ich. Komm mit mir. Hier, folge mir. Wie kommst du darauf, dass es ein Bienenphantom ist? Das ist ein Imker-Aberglaube. Wenn man mit den Bienengaben Schindluder treibt, erscheint das Phantom. Es zerstört die Körbe und tötet die Bienen, damit niemand die edlen Kreaturen für niedere Zwecke benutzen kann. Du hast deine Bienen auf die Konkurrenz gehetzt, nicht? Nein. Vater hat neulich einen Vertrag mit den Redanian geschlossen. Dann ist das Phantom aus Nilfgaard. Oh, ihr mit euren kleinen Füßen, echt? Das ist ja nicht euer Ernst. Wahrscheinlich da hinten, ne? Das ist der Ort. Hier hat das Phantom den Landarbeiter getötet. Alter. Vielleicht hat es Spuren hinterlassen. Ja, ist eingefroren hier. Frostbedeckt. Die Kälte muss die Bienen getötet haben. Die wilde Jagd? Nein. Blut. Trocken und schwarz, also mehrere Tage alt. Hier muss der Landarbeiter gestorben sein. Kann man da nicht auf E drücken? Das Bienenphantom möchte wissen, wo die Hinweise mich hinführen. Das ist ganz schön schwer. Bitte nochmal. Die Spur verschwindet im Wasser. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnen. Muss auf der anderen Seite nachsehen, ob die Spur da weitergeht. Wow, ist das kalt. Okay, von oben schaut's viel schöner aus, das Wasser. Ach du Scheiße, Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mindestens 8 Gegner. Uiui. Okay, es sind Lowbops. Das sind Lowbops. Dieser Gestank. Ja. Ja, das haben wir's. Aber die Frage ist, wo gehen die Spuren weiter? Ah, da. Kein Teich ohne Ertrunkene. Aber die haben die Körbe nicht zerstört. Ja. Ja, haben wir doch alles hier. Hauen wir es ja weg. Okay. Mann, ich habe voll die Magenschmerzen. Keine Ahnung warum. Vielleicht habe ich Hunger. Kann sein, es kann sein, das. Hier geht's weiter. Da, das Reh war's. Ich wusste es.
Was sind denn das für Fußspuren überhaupt? Schaut aus wie so ein Bär oder so. Neckar? Nee. Da komme ich nicht durch. Muss einen anderen Weg finden. Wenn ich sage, du kommst da durch, dann kommst du da durch. Ein Vampir vielleicht oder keine Ahnung. Irgend sowas. Aber es ist ja bei Tag. Verschlossen. Was? Geralt, du hast Schwert. Ich hab den Schlüssel hier. Vater hat das Haus für Bernie angefangen. Aber dann ging ihm das Geld aus. Seitdem steht es halbfertig da. Prima Versteck für den Zerstörer eurer Körbe. Ich gehe rein. Ihr geht nach Hause und verriegelt die Tür. Wer weiß, was da rauskommt. Alles klar. Ich warte jetzt, bis die heimgelaufen sind, ja? Da kam ein Geräusch raus. Ich gehe. Schnauze voll. Hallo? Bienenphantom. Ein Hund der wilden Jagd. Wie zum Henker ist der hierher geraten? Klötze, hol dich ein. Schneller! Hilfe! Ich treffe dich. Hilfe! Leute, helft mir! Ich kann ihn auch nicht anvisieren. Hä? Ich treffe den gar nicht. Ich wusste, dass das von der wilden Jagd ein Hund ist. Komm schon! Okay, den haben wir gleich. Und noch ein Schlag, jawoll. Puh. Magenschmerzen. Oh, gleich mit zum Buttermesser. wo ist hin? Weg. Der ist weg. Die Leiche ist weg. Wie hat die, wie ich die Tränke nie halt benutze? Das ist halt wirklich so. Irgendwas wollte ich jetzt machen. Genau. Ich wollte nach den schauen. Wow, wie viele Dinger schon wir haben. Was hat denn der für einen? 50er. Ein 50er! Oh, wir haben 55er. Wann, war ist das der Hund? Vivian und Hund. Das könnte sein. Gab's da nicht eine Trophäe? Blind, Greif, Doppler, Suku. Ach, der hat schon ausgerüstet. 5% Chance auf Bonuskräuter. Okay, ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Bonusgold, Bonuserfahrung. Verstümmelung hört sich immer nicht so schlecht an. Ja, Verstümmelung hört sich super an. Hallo? Okay. Dann geht's zurück. Mögen sie in flachen Gräbern rotten, diese Schweine. Was? Bitte was?
Hau, hau, meine Freunde. Ist das gelaufen? Hast du das Phantom vertrieben? Nein, ich... Das ist es. Das war's. Das Blitze, Blitze. Böse Blitze, du warst das Phantom. Dein Bienenphantom war ein Hund der wilden Jagd. Beim ewigen Feuer! Die wilde Jagd hat auch Hunde? Vor etwa 2 Wochen bin ich nachts plötzlich aufgewacht. Ich habe die Jagd über den Himmel ziehen sehen. Da muss sie den Hund verloren haben. Zurück konnte er nicht. Da hat er sich im leeren Haus versteckt. Es ist zwar kein Ersatz für eure Verluste, aber wenigstens zerstört der Hund jetzt keine Bienenkörbe mehr. Danke, Hexer, es stimmt. Nichts geht über einen Spezialisten. Ja, klar. Genug für heute, Jungs. Gehen wir heim. Morgen haben wir viel vor. Wir müssen die Körbe wieder aufbauen, die der Hund zerstört hat. Arbeit, mehr Arbeit. Das hört nie auf. Ja, klar. Wir haben einen Sack Pilze für dich. Für deine Hilfe. Gauner. Guten Tag. Na, guten Tag. Alles klar, guten Tag. Oh. Verfügbarer Quest. Dann schlendern wir mal noch mal hinter. Okay.